vor 2 Jahren das erste Mal gesehen, die Karthago-Rückwand. Im Vergleich zur alten von vor 2019 gefällt mir die richtig, richtig gut, Ursi. Die schaut richtig schick aus, ja, oder? Ja, die hat was, wenn ich nicht so langweilig weiß. Ja, mhm. Ja, nicht nur langweilig weiß, sondern auch mit diesen seitlichen... Diese Lichter, gell? Die Rücklichter und so. Ja. Sie versteht mich wieder nicht. Der hat so einen Rand gehabt. Der alte Karthago hat so einen Rand gehabt seitlich. Das hat mir nicht gefallen. Nein, mir gefällt es jetzt. Das hat ja einen Pfiff. Der ist schön. Ja. Also hier haben wir den Karthago Schick C-Line. 4,9 LE mit einer Länge von 7,40 m auf Mercedes-Basis zu einem Grundpreis von 140.000 Euro. Den gibt es aber auch auf Fiat Ducato-Basis mit einem Grundpreis knapp darunter. Und den schauen wir uns jetzt mal an. So, jetzt sind wir in den Karthago Schick C-Line mit 7,50 m. Ich muss das leider ohne Ursi machen, die ist an Follower-Betreuung, ja, unterwegs. Und wir stehen hier in dem schönen Schlafzimmer. Und es sieht alles recht ordentlich aus. Da haben wir die Dusche. Allerdings sieht man hier auch die Stufe. Aber sie sollte groß genug sein, dass man da auch drinnen gut duschen kann. Und was er hat, schon mal, das ist eine Trenntüre. Aber das haben wir ja schon mal gesagt, so ganz problemlos ist die Trenntüre auch nicht, denn das macht ja dann doch etwas Lärm, wenn man dann die zumacht. Und man muss die immer an 2 Griffen zumachen, sieht man hier auch. Da ist also ein Vorhang mitunter schon praktischer. Wenngleich ich den Vorhang nicht schönreden will, denn der Vorhang ist eine Notlösung und der Türe gehört eigentlich in ein größeres Wohnmobil. Aber dennoch, wenn es so eine Doppeltüre ist, dann ist es auch nicht so einfach, die zuzumachen. Da haben wir wahrscheinlich den Fernseher sitzen. Jawohl, zweiter Fernseher im Schlafzimmer. Sehr schön untergebracht, muss man sagen. Ganz klar. Dann haben wir hier 2 Stauklappen. Jawohl, wunderbar. Hinten haben wir auch Stauklappen. Und auch vom Dekor her schon schön gemacht. Das sind kleinere, schmalere Fenster. Und man sieht auch so eine Art Froli-Bettsystem. Und so ein Froli, das sollte eigentlich mittlerweile jeder haben. Das ist eigentlich für mich schon der Standard. Ja. Also besser als jeder Landrost, würde ich jetzt mal sagen. Die Fenster gehen bis an den Kopf, das ist schon mal ein Vorteil. Es sind auch USB-Stecker am Bett. Aber was fehlt, das ist eine Ablage für Handy und Co. Also wenn schon ein Stecker da ist, sollte man auch eine Ablagefläche haben. Und zwar nicht nur oben, sondern idealerweise in der Mitte, dass man auch mal nachts aufs Handy schauen kann. So zumindest unsere Gewohnheit. So, dann die Badezimmertür, die lässt sich wieder schön abtrennen zu einem Raumbad. Aber die Tür geht nicht durch und die Toilette, also das hat man sehr schön Platz. Dafür fehlt eben der seitliche Schrank, wie ihn wir gewohnt sind. Und hier haben wir eine schöne Spiegelatmosphäre, die macht das natürlich alles wunderbar großzügig. Ja, Spiegelschränke. Also hochwertig und die 20 cm, die ja mehr Platz hat, als es unsere Gewohnheit ist, dafür fehlt der seitliche Schrank bei uns neben dem Kühlschrank. Der fehlt hier. Ein Gimmick habe ich auch gerade nur entdeckt. Und zwar die Tür, die ist doppelt. Das heißt, man kann hier zumachen und kann auch das Klo nochmal verschließen. Also so viel Intimsphäre brauche nicht einmal ich. Denn mir langt es, wenn das Raumbad abgetrennt ist. Aber okay, jeder Mensch hat andere Bedürfnisse. Es gibt auch Hersteller, die liefern eine Dusche ohne
Seifenablage aus. Karthago gehört zu denen nicht. Dachfenster in der Dusche und Dachfenster in der Toilette. Genauso ist es optimal, denn Seitenfenster haben auch ihre Nachteile, die muss man eh dauernd verdunkeln oder man nimmt den Kauf, dass auch mal der Nachbar zuschaut. So, also, da haben wir einen großen Fernseher. Seitlich ist okay. Ihr wisst, also die uns regelmäßig zuschauen, wir bevorzugen oder wir präferieren eine andere Situation, aber das ist hier seitlich, ist es auch okay, besser als zwischen Küche und Wohnraum. Und dann natürlich das neue Fiat-Cockpit. Also, ja, das muss ich schon eher ganz ehrlich sagen, mit 9-Gang-Automatik, das hätte ich auch ganz gerne. Wahrscheinlich ist der Tempomat mittlerweile auch ein bisschen besser geworden, als er noch bei mir ist. Ja, der ist ja hier eingebaut. Da sieht man. Also, ja, es ist halt so, wenn man ein Fahrzeug ein paar Jahre hat, ein paar Jahre später ist es dann verbessert. Rückfahrkamera sehr schön angebracht. Das hat mir schon immer bei Karthago gefallen, dass die Rückfahrkamera seitlich unten ist, weil da kann man sie nämlich vor Sonneneinfluss besser schützen. Also auf mich macht das Fahrzeug einen recht ordentlichen Eindruck. So vom Cockpit her, also man sitzt da viel bequemer. Ja gut, jetzt, ich will es jetzt nicht vergleichen mit dem Hümer. Man sitzt bequem, sagen wir es mal so, diplomatisch, muss man bleiben. Wenn die Zündung abgeschaltet ist, geht natürlich der Fensterheber nicht. Ja. Ich frage mich immer, dann wäre mir doch ein Kurbel viel lieber. Ja. Aber warum machen die Autobauer das, dass sie hier einfach nicht über den Krampus das steuern, dass die Fensterheber eben über die Aufbaubatterie gesteuert werden, was durchaus möglich ist. Weil wenn ich hier sitze und es klopft immer an und der Motor oder die Zündung ist nicht an, dann kriege ich das Fenster nicht auf und muss immer die Tür aufmachen. Das ist doch blöd. Ja? Aber irgendwann lernen sie es vielleicht auch, die Aufbauer. Ich würde auf jeden Fall, wäre das für mich ein Detail, was ich niemals akzeptieren würde beim Wohnmobil. Den Tisch kann man wohl nicht verschieben, so wie es aussieht. Doch, kann man, ja. Ja, genau, ich sehe es. Ich habe nämlich hier einen Spezialisten, der mir gerade assistiert. Ja. Okay. Ja, ist das okay, wenn Sie da mit reinkommen? Ja, Sie sind aber nicht voll von. Nein, wir sind auf YouTube. Kunde, okay. Ja, wir machen nur eine Vorstellung und da ist gerade jemand im Fahrzeug, der das auch daheim hat und der hat mir das jetzt erklärt. Da unten ist der Knopf, da muss man draufsteigen und dann kann man nämlich den Tisch verschieben. So, super. Der hat mir auch gefallen. Also, deutliche Verbesserung wäre das, so ein Fahrzeug. Mir gefällt das Auto. Fensterheber müsst ihr reden, natürlich, aber so gefällt mir das Auto, muss ich wirklich sagen. Der Ossi, der sagt, gefallen, wenn sie reinkommentiert, aber die sind immer nur bei Follower-Betreuung. Ja. Wir freuen uns ja, wenn wir angesprochen werden. Was wir hier nicht haben, das ist also unser kleines Schränkchen, was wir eigentlich schon lieb gewonnen haben. Dafür ist die Toilette ein bisschen größer, das habe ich ja schon gezeigt. Aber hier haben wir einen Auszug zumindest, einen Apothekerauszug, wo wir zumindest unsere Flaschen oder vieles reinbringen würden. Und dann auch die Stauflächen, die scheinen mir auch sehr großzügig zu sein, wenn ich mir das anschaue. Also da ist schon einiges drinnen. Also, ja, das muss man ganz klar sagen, die Staufläche ist großzügiger als bei uns. Die Heckklappe, also nicht die Heckklappe, die Küchenklappe, wunderbar. Und da hier haben wir nochmal Regale, alles einmal frei. So. So, das Ablageboard, das ist da schon vorhanden, was wir uns jetzt haben machen lassen. Und jetzt kommt die Ossi. Ja. Hast du auch noch einen Blick reinwerfen? Ja, ich habe mich jetzt gerade draußen so nicht nur unterhalten. Jetzt werfe ich aber doch noch einen Blick in das schöne Fahrzeug.
Also es macht auf mich einen guten Eindruck. Mhm, wenn wir okay. jetzt auf der Suche wären, würden wir erst diskutieren anfangen. Oh, okay. Gut, ein, dass wir nicht auf der Suche sind. Ein wirklich schönes Fahrzeug, auch wenn der kleine Schrank fehlt. Es sind nur bis jetzt zwei Details. Oh, schau mal, da ist ein Apothekerauszug. Sehe ja, ich auf den ersten ja. Blick. Das ist der Ersatz für unseren kleinen Schrank. Es ist mir noch was aufgefallen. Also die Fenster gehen auch bis ganz hinter. Und die Ablage für die Steckdose für Handy und Co. in der Nacht ist nicht am Bett unten, sondern das ist etwas weiter oben. Ach ja, das ist ja aber das damit könnte ich leben. Da hat sie auf der Seite, wie ich sehe, schau mal drüber, auf der Seite hat sie ja Ablagefläche. Und was mir jetzt schon auf den ersten Blick fällt, das da. Ist Ablage. Aber das haben wir ja jetzt auch von der Firma Remectro gemacht bekommen. Ja, genau. Aber das habe ich jetzt auf den ersten Blick gesehen. Ja, genau. Schon die nächsten. So. Doch, das ist wirklich sehr und, schön. Und hier haben wir das Waschbecken. Natürlich. Spielbecken. Mhm. Aber da gibt es wieder einen ganz weiten Ausguss. Ja, ja. Aber schon wieder Mango für die Ussi. Ach ja. Aber es gibt hier reichlich Abstellflächen. Also, Ussi, das Fahrzeug, das gefällt mir. Gut, dann lass es und hier ist im Hinterkopf. Im Preis nicht mal so abgehoben: 130.000 Euro. So wie er hier steht. Ja, und dann rechne ich das, was noch alles wahrscheinlich rein muss. Ja, unter 160, 170 gibt es das nicht, das ist ganz klar. Aber das ist ja heute überall so. Ja. Es bleibt zumindest unter 200 und ist ein wirklich super Fahrzeug. Sehr schön. Sehr schön, ja. Also wenn wir heute auf der Suche wären, gäbe es eine Diskussion. Schauen wir es uns mal von außen an. Ja, machen wir. Lassen wir andere rein. So, nachdem die Ussi vorhin reingequatscht hat, sage ich es nochmal, das ist der Chicago, der Chick C-Line von Cartago auf Fiat Ducato für 130.000, wie er hier steht, oder auf Mercedes-Benz auch für 130.000, auch so wie er hier steht. Mercedes-Benz, muss man immer sagen, wahrscheinlich auch wieder mit Frontantrieb. Mhm. Heckantrieb hat nur der, na, wie heißt der? Umso älter ich werde, umso mehr vergesse ich. Ach so, jetzt kommen die Ausstattungsdetails dazu. Das war jetzt der Grundpreis, was ich euch gezeigt habe. Das sehe ich nämlich gerade. Das hat man ganz unten angebracht. Und zwar kostet er jetzt auf Fiat komplett ausgestattet 155.000 und auf Mercedes genauso ausgestattet 163.000. Also mit den 170.000 wird schon knapp. Das war mir klar. Das war ja klar. Grundausstattung. 130 ist der Grundpreis. Das ist jetzt auch wieder ein Fiat. Das gibt es auf Fiat und auf Mercedes. Dann möchte ich lieber Mercedes, weil Fiat, das sieht ja langweilig aus. Aber ich schaue ja so gut aus, der Fiat. Und nee. Ich find auch den Fiat gar nicht schlecht. Immer das Gleiche. Schnicks, schicks. Ja. Mhm. Aber nachdem er eh ganz kaufen, ist es ja wurscht. Genau so ist das. So, dann schauen wir mal zur Heckklappe. Ursi, da haben wir den Heckraum. Schaut schön großzügig aus, dass dieses Eck da wieder reingeht. Na okay, ja, so schlimm ist es nicht. Wenn man einen guten Regalbauer hat, wie die Firma Remectro, dann kann man da was draus machen. Auf jeden Fall geht die Türe weiter auf. Aber für einen Premium-Anbieter noch nicht weit genug. Weit genug. Natürlich, weit genug. Nein, das sind keine 180 das ist aber, Grad. Da kann ich ohne Probleme dein Fahrrad Nein, das reinfahren. Nein, das ist zu wenig. Wieso? Ich sage mir einen vernünftigen Grund, warum die nur 130 Grad aufgeht oder 150 Grad. Die Ussi weiß es nicht. Sie tut ja die Fahrräder nie einräumen. Ja? Wenn du keinen Platz mehr hast, kriegst du Abhilfe. Der Bauch ist immer die Ausrede. So, belastbar bis 350 Kilogramm, das ist bei uns genauso, 120 breit und 105 in der Türbreite. Also das ist ähnlich unserem, ist vollkommen okay. Wir kommen mit diesen Maßen sehr gut zurecht. Auch das würde wieder für das Fahrzeug sprechen. Ja. Die Problematik von neuen Mercedes-Fahrgestell ist ja, dass der ziemlich weit nach vorne auslädt. Das heißt, die zwischen Lenkrad und
Frontscheibe ist immer ein erheblicher Abstand. Und das kann man lösen, indem man hier ein bisschen nach vorne baut. Ich glaube, das könnt ihr sehen. Und dadurch wird auch der Abstand reduziert. Und das sieht man jetzt hier ziemlich gut, dass das nicht so weit nach vorne geht. Also das ist eine gute Idee, hier diesen Unterschied etwas auszugleichen zwischen Mercedes und Fiat. Ich habe jetzt nicht zugehört, ich habe gerade ein Foto gemacht. Sag einfach ja. Das könnte vielleicht gefährlich werden. Nein. Soll ich jetzt nein sagen? Nein, sag einfach ja. Sag einfach ja. Genau, seht ihr, die Ursi gibt mir auch recht. So, hier sieht man jetzt genau von innen, das ist jetzt der Mercedes-Cockpit. Und da sieht man, so weit ist die Entfernung nicht. Sie ist etwas weiter als beim Fiat, aber diese Entfernung ist etwas abgemildert, dadurch, dass eine kleine Motorhaube vorne hingebaut wurde. Also die Ursi sagt, das ist ja so weit, sie kommt gut wie gar nicht hin. Gar nicht richtig hin. Und bei uns kommt sie gut hin. Gut ist was anderes, da muss ich mich auch immer vor. Aber du kommst hin und hier kommst du gar nicht hin. Ja, hier ist noch schwieriger, ja. Noch schwieriger. Ich sehe schon, die Tendenz geht Richtung Liner.